Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Die letzten zwei Spiele, die haben wir leider nicht ganz so erfolgreich bestritten, behaupte ich jetzt mal. Was haben wir denn hier? Meine Sets, was ist denn das? Vorbesteller-Set, das bekomme ich jetzt erst. Aber ich habe das doch schon eingelöst. Eigentlich. Bin verwirrt. Carlos Martins. Kostil. Nee, das sind. Die können wir alle nicht gebrauchen. Sag ich mal. Auf die Transferliste. Transferliste. Spielerverträge. Das kommt in den Verein. Genau, hier in den Verein und in den Verein. In den Verein, Fitness. Ja, für den Anfang brauchen wir das, glaube ich, auch. Training kann auch in den Verein. Managerliga, was ist das denn? Trikotsatz, ich spiele auch nicht in Pink. Also bitte. Und freischalten 1000 Münzen. Hammer. Auswählen. Objekt einlösen. Machen wir mal direkt. Tack, sind wir bei 2000 Münzen. Und das auch in den Vereinen so. Ist aber komisch hier mit dem Vorbesteller-Set, ne? Also ich bin verwirrt. So, aber wir brauchen ja auch gar nichts. Obwohl Transfers, hat sich da was getan? Hat sich da jemand hat... Helmes wurde verkauft, sehr gut. Für 400 ist, ja, okay. Whatever. Das war's noch nicht. Ah doch, er hat's eigentlich gemerkt. Ja, hier Helmes, ich hab's bekommen. Jetzt kann hier mit 4, zack, runter. So, den Rest mache ich halt offscreen, ne? Wir wollen ja hier eigentlich nur spielen. Einzelspielersaison, es geht weiter, endlich. Mit der nächsten Partie gegen Malmö. Und ich habe gar keine Ahnung... Welcher Spieler ist denn bitte markiert? Der da? Da ist kein Spieler markiert, du Vogel. Boah, ist der penetrant. Können da... Was? Die folgenden Spieler, da ihre Verträge ausgelaufen sind? Moment, hey, ich will den Namen sehen, bitte. Andrew Bond. Bei wem denn? Ich habe gar nicht gesehen, bei wem? Hill? Nee, Lee Collins. Bei wem jetzt? Der war nicht markiert, ihr habt das doch gesehen. Ach doch, da unten. Moment. Aktionen. Verbrauchsobjekt anwenden, Verträge. Ja, weiß ich nicht, da bekommt man den hier. Zack. So, muss reichen. Jetzt passt's wieder. Erledigte Aufgaben, bla. Meine Güte. Ich brauche doch diese ganzen Tutorials nicht mehr. Spielen wir mal in Gelb? Ich weiß nicht, was hat ein Malmö zu bieten an Trikots? Guck mal, die können auch in Blau spielen dann. Das ist noch Weltklasse, das Spiel. Ich glaube auch. Das war irgendwie so vorgegeben vor... Naja, wir probieren es einfach. Und ich hoffe, die Framerate, die ist gut zu mir. Und lässt mich hier in Ruhe. So, jetzt dürfte es eigentlich wieder besser sein. Ich bin gespannt, wie man es gegen Malmö schlagen. Wir haben jetzt die letzte Partie leider verloren und das Spiel davor haben wir unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich genau alles. Wir haben einen Sieg, wir haben einen Unentschieden und wir haben eine Niederlage. Aber wir wollen natürlich aufsteigen mit unseren Inselschweinen. Deswegen wollen wir hier auch einen Sieg holen. Und da bin ich sehr gespannt.
So, ich hoffe, die Framerate hält durch. Ich habe nämlich vorher gar nicht nochmal getestet. Und da haben wir jetzt irgendwie Ruckler hier. Das ist uncool. Aber da haben wir Platz. Und ach. Hat er den drüber gezimmert. Der ist ja unfassbar. Es geht auf jeden Fall besser. Das geht auf jeden Fall besser. Ich meine, wir hatten eine gute Chance eigentlich gerade. Komm, den hast du noch. Sehr gut. Jetzt hier und da vorne läuft er. Hast du noch? Ist er im Abseits? Nee, der ist nicht im Abseits. Ist gut. Vielen Dank. Boah, jetzt vielleicht mal das... Nein, schade. Ich dachte, das wäre kein Abseits. Boah, ganz ehrlich, das war doch kein Abseits. Boah, ey, das ist aber fies, ne? Wollt ihr mich da echt so quälen? Komm schon, das ist nur Malmö. Die müssen wir doch wohl schlagen können. Ey, faul, jawohl. Und eine Karte gleich mal. Ja, zeig hier erstmal, wo es hier lang geht. Oh, oh, oh. Die Freistöße sind ja nicht meine Stärke. Oh, aber der war gar nicht so schlecht. Aber den hat der Keeper auch gehabt, ne? Der war jetzt nicht so gefährlich. Man sieht dem Keeper die Erleichterung förmlich an. Da fehlte wirklich nicht viel. Ja. Jetzt die Woche, ne? War ja eine sehr erfolgreiche, sage ich mal, für die deutschen Mannschaften in der Champions League, bis auf Schalke natürlich. Bis auf Schalke, die haben ja leider verloren gegen Chelsea, aber ansonsten Bayern natürlich 5-0 gewonnen, sehr stark. Aber das war natürlich auch ein schwacher Gegner, ne? Ich meine, Bayern hat generell eine sehr schwache Gruppe, wenn ich das mal so aussprechen darf. Komischerweise, da hingegen Dortmund hat hier eine sehr starke mit Napoli und mit FC Arsenal, mit Mesut Özil. Das ist ja schon eine sehr starke Gruppe. Komm. Und da hat Bayern wieder mal Losglück gehabt. So wie man das Losglück nennen kann, das ist natürlich wieder schwach gespielt, beziehungsweise auch schwach gelaufen. Aber Dortmund hat trotzdem gewonnen gegen Arsenal. Eine sehr starke Aufführung. Eine sehr starke Vorstellung von... Das ist gut. Nein, er hat ihn nicht. Er konnte nicht schnell genug abdrehen. Aber jetzt vielleicht mal. Aber das ist zu schwach, der Schuss. Den kann er easy parieren. Aber wir sind hier am Drücker. Kann man, glaube ich, so sagen. Komm, den hast du noch. Nein, hat er nicht. Schade jetzt, aber den haben wir Ball. Den haben wir Ball. Ich spiele Fußball, ich kann gerade nicht denken. Es wird ja vielen Fußballern vorgeworfen, ne? Dass sie kommen, das ist gut. Jetzt vielleicht mal die Flanke noch rein. Die ist okay. Oh! Nein. Warum kommt er da nicht ran? Guck mal, die Malmö, ey, die sind doch schlecht. Die muss ich doch hier wohl mal besiegen können. Foulspiel, aber lass den Vorteil laufen. Die können doch nichts. Die können doch nichts, Jungs. Forsberg. Jetzt, oh, das ist natürlich... riskant. Da lässt er mich ein bisschen stehen. Jetzt auf Außen haben sie vielleicht mal die Möglichkeit zur Flanke. Oh. Nee, aber nicht mit uns. Aber da holt er natürlich direkt aus. Und jetzt muss ich hier aufpassen bei Ecken. Es ist immer gefährlich, leider. Ja, es ist ja ein Schüsschen. Und was mache ich hier? Oh, Glück gehabt. Und jetzt vielleicht den Konter.
Jetzt vielleicht den Konter setzen. Komm, bring den Pass nochmal. Und da unten läuft er. Jawohl, komm, Thompson. Thompson, jetzt lauf doch mal ein bisschen schneller. Du, oh, du Lusche. Wie langsam ist der denn? Ja, der kann in der Seniorenmannschaft spielen, wenn er so langsam ist, ganz ehrlich. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Darüber, genau, ganz ruhig. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ja, ja, komm, 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 zieh. Thompson, jetzt kannst du nochmal beweisen, dass du doch nicht so langsam bist, wie du angedeutet hast. Und jetzt vielleicht mal eine gescheite Flanke bringen. Die ist gescheit. Und, nein. Komm, wenigstens noch den Ballbesitz holen. Ja, das ist okay, das ist gut. Das ist gut gespielt. Nein, 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 komm, komm, komm. Weiter, 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 immer weiter. So wie der Oli Kahn ja gesagt hat. Weiter, weiter, immer weiter. Der Oli Kahn, der war ja auch... Ach, der war auch ein super Typ, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich feiere den ja immer noch. Das ist traumhaft gespielt und das muss das 1-0 sein. Aber es ist abseits. Ah, das ist auch so ein knappes Ding. Auch sehr knapp. Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne. Gutes Auge. Komm schon, hinterher, Lee. Oh, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Und dann... Komm jetzt, nein, komm jetzt, der muss sitzen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Thompson. Oh, 0 zu 0, ey. Das gibt es nicht, was ich für Chancen hatte. Was ich für Chancen hatte. Das kann doch nicht sein. Da muss doch... Da muss ich doch führen. Ganz ehrlich, da muss ich doch 1-0 führen. Schon lange. Da muss ich doch lange 1-0 führen. Vor allem in der letzten Aktion hätte ich hier das 1-0 machen müssen. Ohne Ausreden. Ohne Ausreden. Und du läufst bitte... Nicht von mir weg, sondern so vielleicht. Das ist zu weit vorgelegt. Wieder rüber. Komm jetzt, Hill. Komm, Namensvetter. Zeig, was du kannst. Summerfield. Oh, der hat ein gutes Tor geschossen. Im zweiten Spiel, in der zweiten Folge. Meines Wissens, und das ist okay, das ist gut. Nein, aber das ist natürlich zu einfach, einfach. Es ist zu einfach, einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Na, der ist weg. Malmö ist aber auch wirklich überhaupt nicht gefährlich, ne? Ich weiß gar nicht, wie die zwei Schüsse hinbekommen haben. Wir haben ja zwei Schüsse, aber davon denen habe ich irgendwie nichts gemerkt. Irgendwie nach der Ecke vielleicht. War da was? Ich weiß nicht genau. Oh, 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 komm, komm, komm. Drück ihn weg. Nein, klappt nicht. Der Verteidiger läuft gut mit. Komm, jetzt mal ein bisschen Pressing. Komm, Daniel, kannst du ein bisschen was am Ball? Mit so einer Flanke vielleicht? Nein, der Keeper hält. Gut, 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 gut den Ball geholt. Da brauche ich Hilfe, da brauche ich Hilfe. Hier, komm mit. Und jetzt hier da oben, genau. Ah, nein, ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu niedrig. Der hätte höher gemusst. Dann sähe es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Jetzt aber Malmö. Jetzt Malmö und er ist im Strafraum und weg damit bitte. Abstoß. Ach ja, ach je, ach je. 0-0 ist mir echt zu wenig, ne? Aber ich bin auch nicht drückend genug. Behaupte ich mal, wo sollte dieser Pass hin? Wen hast du denn da gesehen? Jetzt aufpassen, 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 aufpassen.
Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Man darf nicht vergessen, dass Malmö doch noch ein bisschen stärker ist als wir. Behaupte ich mal. Komm, komm, komm. Nein. Oh, das ist ein Querschläger. Jedenfalls ein bisschen. Da haben wir noch den Ball. Ach, das ist auch zu blind, einfach den Laufpass gespielt, ohne wirklich jemanden gesehen zu haben vorne. Komm, jetzt vorne den Ball halten. Jetzt mal ein bisschen was probieren. Vielleicht mal ein bisschen offensiver die ganze Mannschaft hier einstellen. Und die Flanke bringen. Da ist der Kopfball aber dazwischen vom Verteidiger. Das ist natürlich... Nicht zu weit aufrücken, und das ist genau der Fehler. Nicht zu weit aufmachen. Jetzt kommt da der Laufpass. Aber den haben wir. Oh, den darfst du doch nicht so spielen. Junge. Junge. Oh, 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 oh. Da wäre es gewesen. Da wäre es gewesen. Und ich hätte mich wieder geärgert. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Das ist richtig. Dass da keiner den Ball verlieren will. Und wo läufst du hin? Du musst doch... 76. wieder. Das ist wirklich momentan mein Problem. Die Tore zu machen. Im ersten Spiel klappte das noch ganz gut. Da haben wir allerdings auch nicht auf Weltklasse gespielt, sondern nur auf Profi. Und da ist das Ganze noch ein Stück einfacher. Oh nein. Ich dachte schon, da wäre meine Chance gewesen. Wir, die halten jetzt nur den Ball. Jawohl, komm, jawohl. 82. Minute. Fauler mit dem 1:0. Das war aber jetzt auch mal Zeit. Also so, wie der Verteidiger da hinten rumgerödelt hat und rum... Also wirklich. Manchmal braucht man auch einfach das Glück. Das Glück ist mit den Tüchtigen, und tüchtig waren wir heute und haben uns dieses 1:0 auch verdient. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt stellen wir mal ein bisschen auf defensiv. Wir wollen ja natürlich das 1:0 halten. Und Malmö wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck machen. Auch Druck machen müssen, und die Flanke geht ins Nirgendwo. Flankenschlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Ja, gutes Kopfballduell gewonnen. Allerdings hat Malmö immer noch den Ball. Jetzt nicht mehr. Komm, komm, komm. Ball behaupten, Ball behaupten. Und das ist gut. Den Ball sollten wir haben. Eigentlich nicht. Jetzt aber. Und wenigstens den Ball rausgespielt. Komm, jetzt hier den kurzen Pass verhindern. Genau, muss er nach hinten spielen. Und jetzt hier den Ball erobern. Komm. Und jetzt vielleicht. Nein, 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 nein. Kein Abseits. Das ist Abseits. Jetzt ist Abseits. Aber er ist ja gar nicht dran. Ach, das war natürlich nicht gut ausgespielt im Endeffekt. Da hätte mehr draus werden können. Jetzt kommt der Pass nochmal. Uiuiuiui. Und bam. Raus damit. Sehr gut. 90. Minute. Nachspielzeit ist angebrochen. Komm, jetzt schön verteidigen jetzt hier. Nichts mehr zulassen. Nichts mehr zulassen, und da ist es vorbei. Sehr gut. Unser zweiter Sieg. Nicht schön. Aber verdient, würde ich mal behaupten. Nicht schön, aber verdient. Ich meine, wir hatten wesentlich mehr Chancen als Malmö. Und Collins, mit dem haben wir erst den Vertrag verlängert, sehr gut. Insgesamt haben wir, ja, das sehr verdient gewonnen, würde ich mal behaupten. Also ich weiß gar nicht, wo die Schüsse aufs Tor herkamen. Die drei. Muss ich mir eigentlich echt nochmal in der Wiederholung angucken. Also das weiß ich gar nicht. Aber gewonnen ist gewonnen. Und damit fahren wir 3 Punkte ein, sind jetzt bei 7 Punkte, haben noch 6 Spiele zu absolvieren.
Und wollen natürlich die 12 Punkte haben, ne? Ist ja klar. 2 Siege noch und dann sind wir durch. Es kann auch schon schnell vorbei sein jetzt in den nächsten Spielen gegen Livorno und America. Da kann schon alles vorbei sein. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen auch langsam echt mal aufpassen auf unsere Ausdauer unserer Spieler. Wir müssen uns dann bald mal eine zweite Mannschaft zusammenbasteln. Dass wir 2 Bronzemannschaften haben, mit denen wir spielen können. Um uns halt Geld zu hasseln, ne? Damit wir uns mal eine Silbermannschaft oder eine Goldmannschaft zusammenbauen können. Aber eigentlich will ich Silber gleich mal überspringen und direkt auf Gold wechseln. Das wär's doch mal. Gut, liebe Freunde, das war's von dieser Folge von Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Hab ja den Sieg noch geholt im Ende, auch wenn ich jetzt nicht überragend gespielt habe. Aber Sieg ist Sieg. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns übermorgen wieder, wenn es heißt, also obwohl höchstwahrscheinlich übermorgen. Am Wochenende ist ja ein bisschen mehr Zeit. Zwischen Samstag, da ist ja Sonntag und Montag ist ja keine Folge. Habt ihr ja mittlerweile mitbekommen, denke ich. Steht ja auch in der Beschreibung, dass jetzt jeden Dienstag eine Folge kommt, jeden Donnerstag und jeden Samstag eine Folge von Let's Play FIFA Ultimate Team. Ich hoffe, das ist zufriedenstellend für euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Valerius.